So, da diskutieren zwei. Was haben die zu diskutieren? Wir hatten sie im Visier und dann hat Captain Carroll sie einfach entkommen lassen. Was hätte sie ohne Raketenleitsysteme schon tun sollen? Wir hätten was tun sollen. Stattdessen lachen Lyndon James und seine Vanguard-Staffel uns jetzt aus. Sie sind geflohen und ihre Flotte ist angeschlagen. Wenn irgendjemand lacht, dann ist es Captain Carroll. Gehen wir zum Besprechungsraum. Fanboys, Hilfe, also Fangirls in dem Fall. Obwohl, bei der einen bin ich mir nicht sicher. Die Nadiri-Werft brennt. Der Starhawk ist vor uns geflohen. Lyndon und Vanguard sind zum Greifen nahe. Rache ist süß, nicht wahr? Wir dürfen uns nicht ausruhen. Ich warte schon lang darauf, Lyndon in die Finger zu kriegen. Admiral Sloan besteht darauf, dass der Starhawk zerstört wird, aber wir können ihn nicht direkt angreifen. Der Traktorstrahl ist zu stark. Stattdessen müssen wir ihn in den Ringali-Nebel locken. Ja, locken wir den in den Nebel. Vanguard und das Kampfschiff Nebel des Grauens. Unser Imperium braucht uns. Wir dürfen nicht scheitern. Ich bin nur mal gespannt, wer hier wen tilgt. So, achso, jetzt kommt das Besprechung. Gute Arbeit, Titanstaffel. Aber um sie aufzuhalten, müsst ihr euch von der Overseer lösen und der feindlichen Flotte vorausfliegen, um ihr eine Falle zu stellen. Den Berechnungen von LT-514 zufolge sind die Überbleibsel der Nadiri-Flotte auf dem Weg zur Hauptstadt der Neuen Republik, auf Chandrilla. Dazu müssen sie durch den Schrottplatz alter imperialer Schiffe, aus denen sie diesen Starhawk gebaut haben. Irgendwie poetisch, oder? Wir haben mehrere Reaktorkerne im Schrottplatz identifiziert. Titan, ihr fliegt ihrer Flotte voraus und stellt mit den Kernen ein Minenfeld in ihrer Flugbahn auf. Aktive Kerne explodieren, wenn sie beschossen werden und zerstören alle Schiffe im Umkreis. Das gilt übrigens auch für euch. Lasst also Vorsicht walten. Okay. Zerstört alle Sternenjäger der Republik, mit denen sie im Trümmerfeld nach Gefahren suchen. Eure TIE-Jäger kommen nicht gegen die größeren Schiffe der Flotte an. Sprengt die Kerne, um sie auszuschalten. Wenn alles nach Plan verläuft, wird der Starhawk entweder im Minenfeld zerstört oder er muss in den tödlichen Ringali-Nebel ausweichen. So oder so, wir werden siegen. Na, dann schauen wir doch mal. So, was gibt's hier hinten noch zu belabern? Ich denke, ihr erkennt die List unserer Strategie. Komm schon, auch wenn sie Schaden davon getragen haben. Oh Mann, Blechbüchse, der ist so geil, ey. Da. Wir können sie nicht einfach direkt angreifen. Wir wären ungedeckt. Ganz genau. Sabotage ist die Lösung. Wir nehmen ihre Flotte Stück für Stück auseinander und haben den Starhawk genau da, wo wir ihn haben wollen. Schutzlos. Exakt. Schutzlos. Verläuft alles nach Plan, habt ihr und der Rest der Titanstaffel einen direkten Zugang zum Starhawk, zu Lyndon James und zu Vanguard. Ah, natürlich. Die Vanguard-Staffel ist weiterhin ein besonders ärgerliches Hindernis in meinen Plänen. Ein Hindernis, das ihr zwei zum Glück bewältigen könnt. Viel Glück. Ich werde euch von hier aus im Blick behalten. Ja, ist klar. Mann mit der fleischfarbenen Badekappe. Los geht's. Hier gibt's noch was zu labern. Ich weiß nicht, wie du so locker bleiben kannst. Ich war noch nie in meinem Leben so bereit für eine Mission. Gut. Nutze dein Adrenalin, aber denk dran. Ja, Vako, nicht sterben. Du hast schon mal erwähnt, dass wir unersetzlich sind. Eigentlich wollte ich sagen, dass wir dich lebend brauchen, wenn unser Plan erfolgreich ist. Vielleicht bekämpfen wir den Starhawk mitten in einem Nebel. Wenn es wirklich dazu kommt, will ich, dass uns die patentierte Vonrek-Wut den Rücken frei hält. Wir waren so dicht dran bei Nadiri und dann sind sie entwischt. Das wird nicht noch einmal passieren. Entspann dich erstmal. Spiegel die Energie für den Kampf. Können wir endlich anfangen? Ja, oh, die nervt. So, komm, auf und los. Für diese Mission steht ein Teil Bomber oder ein Teil Reaper zur Verfügung. Warte mal, der Reaper? Ach nee, das ist das komische Ding. Lebenserhaltungssystem
Taktische Schild, die Unreiche, Suchsprengköpfe. Ne, wir nehmen Bomber. Bomber-Pilot. Ja, komm. Los geht's. Bing, bing. Ha. Wobei ich das ja immer wieder geil finde, wenn die da aus dem Hangar rauskommen. Brrr. Da ist er. So. Titan ist unterwegs und nähert sich der feindlichen Flotte. Ausgezeichnet. Erledigt ihre Flotte im Trümmerfeld. Hier sollen sie sterben oder mit dem Starhawk in den Ringali-Nebel ausweichen. Staffel, zu mir. Was? Wer? Wo? Wir nähern uns nun dem Schrottplatz. Das ist mehr als nur ein Schrottplatz-Vakuum. Es ist ein imperialer Friedhof. Wie viele Zerstörer wurden hier wohl zurückgelassen? Und was hat die Republik mit ihren Besatzungen getan? Das Spiel getötet. Wir können das Geschehene nicht rückgängig machen. Aber wir können uns rächen. Und bevor dieser Tag zu Ende ist, wird das hier auch ein Rebellenfriedhof sein. Overseer, wir haben den Zielort erreicht. Der Feind nähert sich, wie erwartet. Ihr habt Zeit, um unsere Falle vorzubereiten. Alles klar, lass uns die Reaktor. Na, hier so Dinger, oder? Denkt daran, nur aktive Kerne explodieren. Der Rest sind nutzlose Blindgänger. Verstanden. Das ist ein aktiver Kern, Titan 3. Der Kern ist nicht aktiv, damit können wir nichts anfangen. Zerstör ihn und such weiter. Und wie genau bringen wir die Kerne zur Explosion? Gar nicht. Aktive Kerne sind äußerst instabil. Nur wenige Schüsse führen zur Detonation. Die Rebellen haben also versehentlich selbst ein Minenfeld erschaffen? Genial. Na also, wenn der hochgeht, brennen die Rebellen. Ich esse jetzt näher, der, oder? Ja. Der ist inaktiv. Na gut. Tschö. Nein, reden wir dich. Die Näherungssensoren an den aktiven Kernen alarmieren uns, wenn Feinde in der Nähe sind. Wenn du den Alarm hörst, befindet sich ein Schiff im Explosionsradius. In dem Augenblick jagt ihr die Kerne hoch. Nutzlos. Scannt weiter nach aktiven Kernen. Aktiver Kern erkannt. Na komm, du bist auch noch aktiv, oder? Bist du ein Aktiver? Gut. Feuert auf die Kerne, sobald die Rebellenschiffe in der Nähe sind. Es ist soweit, Staffel. Feindliche Jäger sind im Minenfeld. Bestätigt, Overseer. Titan greift an und eliminiert sie. Ein falscher Schuss kann uns die Kerne kosten. Präzision geht vor, Pilot. So hat recht. Titan 3, kümmern wir uns um die Jäger. Feindlicher Jäger zerstört. Kümmer dich um deine eigenen Probleme. Sehr schön. Ruf zur Schlachtbank. Korvetten auf dem Weg. Sammeln und Angriff vorbereiten. Einmal sammeln, bitte. Da. Rebellenkorvetten sind auf dem Weg. Titan 3, spreng die Kerne, sobald ihre Schiffe in Reichweite sind. Folge mir. Okay.
Und jetzt zurück in den Kampf. Ich hatte alles unter Kontrolle. Präzision um jeden Preis. Ihre Flotte darf Chandrila nicht erreichen. Spreng den Kern, um die Rebellen zu töten. Bin an deiner Seite. Die sind überall. Falsch im Explosionsradius. Zum Glück war ich gerade zur Stelle. Du hast dir ganz schön Zeit gelassen. Den Kern so nicht hinhaut, muss man halt ein bisschen nachhelfen. Sehr schön. Ein weiterer Konvoi ist auf dem Weg. Wie? Noch? Ich habe schon die ganzen Dinger platt gemacht. Das ist jetzt ungünstig. Wir werden sie empfangen. Titan 3 ist keine mehr Kerne. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um das Minenfeld vorzubereiten. Ich schließe mich euch an. Der Kern ist aktiv. Oh Mann. Aktiver Kern. Unnütz. Pass auf, die haben dich gleich. Feindjäger sind eingetroffen. Vernichtet sie. Sie haben das Kampf, bevor er explodiert. Ich würde sagen, du schuldest mir was. Ich sollte mich wohl bedanken. Mich auch, macht sich nicht verrückt. Muss man ein paar Kerne scannen. Wurde ins Visier genommen. Der ist aktiv. Ich hätte keine Hilfe gebraucht. Perfekt. Hey, was denn jetzt? Wo denn jetzt? Wer denn? Wir sind dabei.
Pum hat's gemacht. Müssen wir noch ein paar Kerne scannen. So viel dazu. Alle X-Flügler wurden zerstört. Die Kerne sind sicher. Du bist dem Kern zu nah. Noch ein Konvoi mit Korvetten ist angekommen, Titan. Titan, sammelt euch und macht euch bereit für den Hinterhalt. Korvetten im Anflug. Reichen die Kerne, um sie auszuschalten? Hoffentlich. Halt hinter dir! Pass auf! Sei nächstes Mal vorsichtiger. Ich hatte alles unter Kontrolle. Gerade nochmal die Kurve gekriegt mit dem Kernscan in letzter Sekunde. So, sammeln. Bin auf dem Weg. Ach du Scheiße. So. Ich dampfe. Kann ich irgendwie mich reparieren? Nee, bei der Kiste geht das nicht, glaube ich. Da. Ich glaube, die Mission kriege ich nicht hin. Aktive Kerne bestätigt. Na dann.
Das ist unsere letzte Chance, Titan 3.